Namaste, schön, dass du hier bist. Ich melde mich heute bei dir aus dem Outdoor-Office, weil ich etwas für dich habe, das dich vielleicht interessieren könnte. Diesen Samstag mache ich einen Online-Workshop zum Thema Besser leben mit Yoga auf und neben der Matte. Und dazu haben mich ein paar Fragen erreicht von meinen Mitgliedern, von meinen Freunden, die ich natürlich auch an dich weitergeben möchte. Und vielleicht sehen wir uns ja auch schon Samstag zum Workshop. Und zwar, warum mache ich dieses Event überhaupt? Und zwar, ich finde, Yoga ist eine unglaublich tolle Sache, die jeder Mensch erfahren sollte. Yoga hat mir in unglaublichen Lebenssituationen geholfen, mich besser zu fühlen, mich stärker zu fühlen und hat aus mir quasi einen größeren und in sich gefestigten Menschen gemacht. Ich kann besser mit meinem Stress umgehen, ich kann einfach mit mir selbst viel, viel besser umgehen, mit meinem Aussehen, mit meinen Einstellungen, mit meinen Gedanken. Ich kann mich einfach jetzt so richtig ertragen. Ich gehe viel bewusster durch mein Leben und dadurch kann ich mein Leben einfach auch schöner gestalten. Ich nehme bewusster wahr Dinge, die mir gefallen, die mir nicht gefallen und reagiere dann darauf. Und natürlich gibt es noch unglaublich viele weitere Stichpunkte, die ich dir hier aufzählen könnte. Du kannst ja gerne auch mal unten in den Kommentaren schreiben, was Yoga für dich gemacht hat, was in deinem Leben so ganz besonders war und wo dir Yoga bewusst geholfen hat. Jetzt aber zum Inhaltlichen. Worum geht es? Ich gebe dir mal einen kleinen Überblick über den Workshop, wie der aufgegliedert sein wird. Es geht los mit den Benefits über Yoga. Hier gebe ich einen kleinen Überblick, welche physischen und psychischen Benefits Yoga hat. Dann machen wir natürlich auch eine 60 Minuten Yoga-Praxis. Wir werden eine Achtsamkeitsübung durchführen und natürlich auch meditieren. Wir reden darüber, wie Yoga uns ein besseres Leben auf und neben der Matte konstruieren kann, wie wir Stress und Ängste bewältigen werden, wie wir mentale Klarheit und Fokus aufrechthalten können und erzeugen können, wie wir emotionale Stärke bekommen, wie wir bessere Beziehungen führen können zu uns selbst, aber auch zu unseren Mitmenschen. Wir reden über Selbstreflexion, über Stärke, inneren Frieden und natürlich auch über die Entspannung. Weiter geht es mit einem Bodyscan. Ihr kennt das vielleicht, physisch und mit Atem verbunden. Wir machen ein paar Übungen zum Atembewusstsein und machen eine Muskelentspannung. Dann werden wir natürlich auch noch über die Philosophie reden und wie wir sie in unser Leben einbauen können und so weiter. Jetzt denkst du dir natürlich, puh, wie lang geht das Ganze denn? Es geht maximal 3,5 Stunden. Geplant ist von 14 Uhr bis 17.30 Uhr. Da ist wirklich Hard Cut. Länger möchte ich mit euch nicht machen. Wird es eine Pause geben? Ja, wir werden eine Pause in der Mitte in etwa einbauen von 15 Minuten. Warum kostet das Ganze 5 €? Ganz einfach. Manchmal brauchen wir Menschen einfach einen kleinen Geldbetrag, um einen Termin für uns und mit uns selbst auszumachen. Ihr kennt es vielleicht, wenn man zu einem kostenlosen Event gehen möchte und sagt, ja, ich mache am Samstag mit, dann ist man vielleicht nicht ganz so motiviert, wie wenn man doch so einen ganz kleinen Geldbetrag dafür bezahlt hat. Irgendwas macht das mit uns und ich finde es auch gar nicht schlecht. Sehe es als eine Art Energieausgleich für dein Erlebnis, für deine Erfahrungen, für deine Learnings, die du daraus mitnimmst und natürlich auch einen kleinen Energieausgleich für meine Arbeit natürlich. Was hast du davon, wenn du mitmachst? Groß und Ganzen zusammengefasst, ein besseres Leben. Ich weiß, das klingt jetzt sehr, sehr groß und sehr, sehr hoch, aber wer sich nur ein bisschen intensiver mit Yoga befasst hat, spürt schon die Benefits, was Yoga alles mit sich bringt. Und ich möchte das Ganze transferieren auf unser aktuelles Leben, auf unseren Alltag, auf die Person, die wir eigentlich wirklich sind in unserem Leben und nicht nur die wir die 75 Minuten in unserer wöchentlichen Yoga-Klasse sind. Ich denke, du verstehst mich. Eine Frage hat mich auch noch erreicht, und zwar wird das Ganze aufgezeichnet. Ja, es wird aufgezeichnet. Allerdings wird es nicht hier bei YouTube veröffentlicht, sondern auf meiner Niyama Academy. Da können die Mitglieder dann darauf zugreifen, rückwirkend auch noch. Hier ist eine Wespe. Rückwirkend auch noch das Ganze praktizieren oder auch natürlich zu einem späteren Zeitpunkt nochmal durchlaufen. Muss ich live dabei sein? War auch eine sehr spannende Frage. Vielleicht kannst du sie schon für dich selbst beantworten. Ja, ich sag, wenn du die Zeit hast, mach mit, sei live dabei. Es ist wesentlich besser, live dabei zu sein und diese Energie, die wir als Gruppe miteinander teilen, wahrzunehmen. Ich selbst habe erlebt durch meine Live-Online-Klassen, dass auch
durch Zoom, durch diesen Bildschirm kann man ein Gefühl der Community vermitteln, ein Gruppengefühl entsteht, was einfach wunderbar ist. Und dieses wunderschöne Gefühl darfst du natürlich nicht verpassen. Zusätzlich sind wir natürlich auch live miteinander verbunden und du kannst deine Fragen zum Thema stellen, kannst deine Wünsche äußern, kannst auch deine aktuelle Erfahrung, deine Erlebnisse mit der Gruppe teilen und wir können das Ganze einfach viel dynamischer gestalten. Außerdem, ich mag es auch total, wenn ich sehe, wer ist auf der anderen Seite hinter der Linse, wer schaut jetzt gerade zu, wer übt denn mit mir Yoga. Das heißt, melde dich an. Ich freue mich drauf, dich auch in Person einmal kennenzulernen. Online versus offline. Ja, online ist natürlich was anderes als offline in einem Yoga-Studio, aber ich sage dir auch, online kannst du, wenn du dich darauf einlässt, fast das gleiche Erlebnis haben wie in einem Yoga-Studio. Noch ein riesengroßer Vorteil ist natürlich, du kannst es draußen in deinem Garten machen, auf deiner Terrasse. Du kannst es sogar am See praktizieren, wenn du genug Akku dabei hast für die 3 Stunden und einen Regenschirm, wenn es nicht regnen sollte. Du siehst, du bist unglaublich flexibel. Du bist in deinem Safe Space. Du kannst dir das selber raussuchen, wo du mitmachen möchtest. Kannst dich ein bisschen zurückziehen und für dich alleine sein. Muss ich Mitglied sein, um daran teilzunehmen? Nein, du musst kein Niyama Academy Mitglied sein, musst auch kein YouTube Mitglied sein, um daran teilzunehmen. Lediglich kostet das Einzelticket 5 Euro Teilnahme. Wie du mitmachen kannst und wo du dich überhaupt anmelden kannst, das ist alles unten in der Beschreibung verlinkt. Das mache ich dir ganz deutlich klar, dass du das auch findest. Und wenn du nicht weiter weißt und Hilfe brauchst, schreib mir bitte auch eine Nachricht bei Instagram, nicolereier1, da kannst du mir eine persönliche Nachricht schreiben oder du schreibst mir auch einfach eine E-Mail an nicole@niyama.academy. Und die vorletzte Frage. Ich bin Mitglied in der Niyama Academy. Muss ich auch ein Ticket lösen? Natürlich nicht. Dieses Event ist in deiner Mitgliedschaft enthalten. Du kannst einfach mit teilnehmen. Was ich allerdings gerne von dir haben möchte, ist, dass du im Kurskalender einmal auf die Glocke klickst, damit ich weiß, dass du mitmachen möchtest. Wird es andere Lehrer geben als abschließende Frage? Ja, es wird sogar eine Gastlehrerin geben, die gute Johanna. Johanna hat ganz frisch ihre Yoga-Ausbildung in Indien abgeschlossen, war im letzten halben Jahr in Indien und ist jetzt auch Teil des Niyama Academy Teams, unterrichtet auch eine Live-Stunde in der Woche für die Niyama Academy und sie wird im Bereich Achtsamkeit und Meditation hier eine kleine Einheit übernehmen und wird sich auch mit euch beschäftigen. So. Das waren die Fragen zum Event. Wenn du natürlich noch eine andere Frage hast, heute ist jetzt erst Mittwoch, am Samstag findet das Ganze statt, von 14 Uhr bis 17.30 Uhr. Ich freue mich natürlich drauf, dich endlich mal kennenzulernen, um zu sehen, wer ist hinter dem Bildschirm, wer macht mit mir Yoga. Und natürlich auch freue ich mich einfach auf ein unglaublich schönes, auf einen unglaublich schönen Workshop mit euch allen gemeinsam. Das Thema liegt mir sehr, sehr am Herzen, weil Yoga mir einfach auch unglaublich viel geholfen hat in meinem Leben. Ich könnte jetzt hier Stunden da sitzen und mit euch drüber quatschen, wie mir Yoga geholfen hat in meiner Beziehung, in meinem Beruf, in meiner Selbstentfaltung, Selbstliebe, selbst auch in meiner Weiblichkeit und alles drum und dran. Aber das hebe ich mir jetzt auf für Samstag. Also 5 Euro, investier sie für dich selbst, für deine eigene Seele, für deinen Körper, deine Emotionen und du wirst ganz viele Dinge mitnehmen. Jetzt sage ich bis Samstag. Ich hoffe, wir sehen uns auf der Matte hinterm Bildschirm bei Zoom. Wenn du dich angemeldet hast, vielleicht das gebe ich dir noch mit, wenn du dich angemeldet hast, dann kriegst du natürlich auch kurz vorher eine E-Mail von mir mit allen weiteren Informationen, mit dem Zoom-Zugangslink und was du alles brauchst und das war es eigentlich auch schon. Jetzt wünsche ich dir noch eine wunderschöne restliche Woche und sag bis zum Samstag. Ciao.